So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. Ja, heute schauen wir uns noch ein bisschen im Vault um. Ja, und genau, wir reden mal mit der Person da oben, die da so rumsteht. Die sieht ja schon mal verdächtig aus, denn wir müssen ja Ivan jetzt helfen, oder wollen Ivan helfen, den Stab von Meister Hamed zu finden, der ja verloren gegangen ist. Beschuldigst du uns etwa, Meister Hameds Stab gestohlen zu haben? Puh, nee. Ha, sicher, ich wusste, dass du zu clever bist, um irgendwelchen Gerüchten Glauben zu schenken. Aber das waren nicht wir. Wir wissen nicht mal, was überhaupt gestohlen worden ist. Nein, ich will ihn nicht verschieben, ich will nur Geistleser machen. Hm. Sieht so aus, als hätten sie Verdacht geschöpft. Wir sollten die Stadt so schnell wie möglich verlassen. Aha. Okay. Also scheint dieser Typ den Stab gestohlen zu haben. Mit Komplizen. Niemand geht unter meinen wachsamen Augen einen Diebstahl. Wir wissen, dass die Diebe nicht von hier sind. Sie müssen von außerhalb gekommen sein. Mhm, gut. So, was wollte ich euch noch zeigen? Genau, Moment. Genau, ihr seht hier am Baum zwei kleine Öhrchen. Das ist ein Venus-Chin. Aber wir können... Nee, oder? Nee, wir können den noch nicht holen. Den können wir erst später holen. Und zwar werde ich euch dann später zeigen, wie wir den holen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das geht jetzt noch nicht. Da brauchen wir erst ein paar Fähigkeiten noch dazu. Wir kommen ja später nochmal nach Vault zurück. So. Okay, dann wollen wir mal schauen, was wir noch so machen können. Gehen wir das... im Inn. Genau, wir gehen immer ins Inn. Willkommen in meinem Haus. Ein Zimmer kostet 12 Münzen. Nein. Können wir auch mal so mit dir reden? Jeder glaubt, dass unsere Gäste Diebe sind, aber ich finde, das ist unfair. Schließlich gibt es keinen Beweis für ihre Schuld. Sicher, sie sehen schon ein wenig verdächtig aus, aber sie sind sehr höflich und haben sogar bar bezahlt. Mhm. Die Gäste vom ersten Stock waren während des Ausbruchs nicht auf ihrem Zimmer. Wir haben danach den Raum durchsucht, konnten aber nichts finden. Und du? Diese drei Fremden haben den Besitzer des Gasthofs und seine Frau ganz schön hinter sich geführt. Die glauben wohl, sie können damit durchkommen. Wir finden ja auch wirklich nichts Verstecktes. Ah doch, Minze, sehr gut. Das ist ein richtig gutes Item. Wunderbar, sehr gut, das freut mich. Und zwar, Minze hebt die maximale Geschwindigkeit an. Und gucken wir mal, wer die Geschwindigkeit am meisten gebrauchen könnte. Und natürlich Gareth. Gareth ist sehr langsam und der kann schon mal eine Minze vertragen, ne? Ein Pfefferminztee. Ha, lol. Und deswegen ist es halt auch sehr wichtig, vor allem in solchen Kisten nachzugucken, ob da vielleicht was versteckt ist. Denn solche Items sind sehr, sehr gut. Okay. Was wollt ihr? Sieht so aus, als hätten sie diesen gruseligen Jungen dabei. Ich kann ihn nicht leiden. Haltet ihn bloß von mir fern. Okay. Okay, die gehen weg und lassen sich nicht fangen. Sie verhalten sich verdächtig. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aber du kannst ihre Gedanken nicht lesen, wenn sie ständig herumlaufen, oder? Yep. Gibt es denn keine Möglichkeit, sie zu fangen? Hm. Vielleicht können wir drei sie umzingeln. Das ist eine gute Idee. Keine Sorge, das wird sicher funktionieren. Isaac, du übernimmst die Führung. Okay, dann versuchen wir mal, sie zu umzingeln. Hey, da sind sie wieder. Oh oh, sie wollen uns umzingeln. Wir dürfen uns auf keinen Fall von ihnen fangen lassen. Und die lustige Musik dazu. Ich find's toll. So, das war's für dich, Kumpel. Es gibt keine drin. Jetzt, Ivan. Also gut. Was ist das? Was macht er da? Er hat seine Augen geschlossen. Was hat er jetzt vor? Bist du fertig, Ivan? Was hast du erfahren, Ivan? Sie waren es. Ich glaube, sie haben auch noch jede Menge anderes Zeug gestohlen.
Es scheint, als würden sie ihre gesamte Beute irgendwo hier in diesem Gasthof verstecken. Aber sie werden sicher nicht zulassen, dass ich ihnen nochmal zu nahe komme. Dann haben wir keine andere Wahl, als den Gasthof zu durchsuchen. Jupp, mach mal. Überlass das nur uns. Isaac hat noch nie versagt. Ich vertraue deinem Pflichtgefühl. Dann ist es entschieden. Lass uns gehen, Ivan. Okay, und natürlich weiß ich auch schon, wo sie das Zeug verstaut haben. Und zwar ist hier eine Leiter und da klettern wir mal rein. So, und mit Hilfe von Verschieber können wir diese Kiste hier zur Seite schieben. Und kommen jetzt ins Versteck. Warte, ich helfe dir. Ich sag, befreit ihn von seinen Fesseln. Ich kam auf diesen Dachboden, während ich das Dach repariert habe. Aber ich konnte nicht bis ganz nach hinten gelangen. Deshalb habe ich einen Blick riskiert, als plötzlich... Wumms! Jemand hat mir von hinten eins übergezogen. Als ich wieder zu mir kam, lag ich hier gefesselt am Boden. Hart. Eigenartig. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass vorher auch schon all diese Kisten hier rumstanden. Vielleicht ist da das Diebsgut in diesen Kisten. Sieht so aus, als wäre unser Versteck aufgeflogen. What? Oh oh. Dafür, dass du nur einer von Hammets Laufburschen bist, bist du ganz schön hartnäckig, Jungchen. Warum arbeitest du so hart für Hammet? Was hast du schon davon? Aber Hammet ist ohnehin schon von einem viel übleren Haufen, als wir sind gefangen worden. Hm? Ich habe gehört, dass Hammet nach der Eruption nach Lunpa geflohen ist. Sagtest du eben Lunpa? Jemand, der so reich ist wie Weißer Hammet, sollte sich nicht mal in die Nähe von Lunpa wagen. Was für ein Ort ist Lunpa? Die Stadt wurde nach ihrem Gründer, dem edlen Dieb Lunpa, benannt. Diese Familie von Dieben blieb sogar noch ehrenhaft, als sein Sohn Donpa zu ihrem Anführer wurde. Aber Donpas Sohn, Dodonpa, ist alles andere als ein edler Dieb. Dieser Mann verfügt über keinerlei Moral. Man sagt, er ist wahrhaft böse. Ihr seht, so übel sind wir gar nicht. Wie ist es? Lasst ihr uns gehen? Nein, ihr habt geklaut. Das ist nicht cool, Mann. Was? Du meinst, selbst wenn wir alles wieder zurückgeben und uns entschuldigen, bleibt unsere Taten immer noch ein Verbrechen? Das soll wohl ein Witz sein. Wir haben all das Zeug ehrlich gestohlen. Ehrlich gestohlen? Ich denke, wir müssen dafür Sorge tragen, dass ihr für immer ruhig bleibt. Und das soll jetzt gut sein. Und es gibt nur eine Art, dies zu gewährleisten. Schnappt sie euch! Gonna catch them all. Okay. Unser erster, ja. Ist es schon der erste Bossfight? Kann man so sagen. So, Kiesel, Flamme und Blitzstrahl. Ja, zum ersten Mal Ivan in Aktion. Und das ist auch sehr effektiv gegen alle. Bam! Kiesel auch. Ah, sie sind wahrscheinlich gegen jeder Art Synergie anfällig und allgemein gegen elementare Kräfte. So, Venus, Flamme, Blitzstrahl. Wamm! Die halten nicht so viel aus, also sie sind nicht so stark. Also sie sind eigentlich recht einfach zu besiegen hier. Rauchbombe, ja, ich wurde getäuscht. Das ist nicht so schlimm. Getäuscht ist einfach nur, dass physische Angriffe von meinem Charakter, der halt getäuscht ist, nicht mehr treffen. Oder jedenfalls nicht mehr so oft. So, dann... Okay, kaum noch Synergie übrig, aber eine Flamme ist noch drin und ein Blitzstrahl auch noch. Und damit dürften sie eigentlich auch down sein. Jedenfalls... Die... Ja, doch. Was? Okay. Ha, wenn wir noch ein bisschen spielen. Den greifen wir normal an. Los. Bam. Bam. Okay. Und nochmal und nochmal und Blitzstrahl. Bam. Okay, das war's. So, Bandit-Team ist besiegt. 66 Erfahrungspunkte. Guard Level 3. Wir halten 110 Münzen und ein Gaunerschwert finden wir.
Sehr gut. Sie haben uns. Ich habe wirklich eine Sekunde lang geglaubt, wir wären hinüber. Wow, wir haben gewonnen. Ich hol den Bürgermeister. Nach all dem, was wir durchgemacht haben, um das Zeug zu stehlen. Wisst ihr denn nicht, dass es falsch ist, von anderen zu stehlen? Verdammt, ich hab's euch doch gesagt. Wir hätten diese Stadt auslassen sollen. Das Böse macht sich niemals bezahlt. Wenn ihr mir Meister Hammets Stab gebt, mache ich mich nach Lunpa auf. Wow, riskant. Was habt ihr beide vor, Isaac? Ich denke, wir sollten wieder auf die Suche nach Felix und den anderen gehen. Okay, liest mal schnell die Gedanken. Ihr liest schon wieder unsere Gedanken. Sollen wir ihn nicht davon abhalten? Nö, sonst müssen wir die ganze Story erzählen, ne? Wenn du das sagst, Isaac. Ich verstehe, so war das also. Das sind die Diebe, Herr Bürgermeister. Was ihr getan habt, war einfach schrecklich. Eine Katastrophe auszunutzen, um die Leute zu bestehlen. Hey, ihr habt Tür und Tor offen gelassen. Ihr habt ja förmlich darum gebettelt. Autsch! Tut mir leid, ich konnte nicht widerstehen. Tja. Einfach mal getreten. Was sollen wir mit ihnen tun? Wir werden sie für lange Zeit hinter Schloss und Riegel stecken. Hey, wach auf! Los! Steh auf, steh auf! Hey, kannst du mir helfen, sie zu fesseln? Na klar! So. Hey du! Isaac war doch dein Name, oder? Das werde ich dir nicht vergessen. Ja, und... bringt sie fort. Ja, ich kann euch schon mal sagen, diese Leute werden wir wiedersehen. Danke, dass ihr die Diebe gefangen habt. Unser Dank ist euch gewiss. Ihr wart wirklich eine große Hilfe. Lass uns mal sehen, was sie gestohlen haben. Mal schauen. Die wertvolle Urne des Bürgermeisters wurde gefunden. Bürgermeister, ist das nicht die Urne, die ihrer Familie gehört? Meine wertvolle Urne ist wieder aufgetaucht. Eine goldene Statue wurde gefunden. Hey, das gehört doch... Sie haben sogar das Heiligtum geplündert. Was sind das nur für Ungeheuer? Die Schätze dieser Stadt sind endlich wieder da. Hm? Herr Bürgermeister, wir haben hier noch eine Kiste gefunden. Ivan, vielleicht ist das der Gegenstand, den du gesucht hast. Jetzt kannst du zu Meister Hammett zurückkehren. Sehr gut. So ist es. Ich habe gehört, dass Meister Hammett gesehen wurde, als er in Richtung Lunpa unterwegs war. Oh nein, Dodanpa würde sich eine solche Gelegenheit niemals entgehen lassen. Ich bin mir sicher, dass dein Meister entführt wurde. Wie kann ich Meister Hammett retten? Niemand kann eintreten, wenn die Tore erst verschlossen sind. Was wird nun mit Meister Hammett geschehen? Beruhige dich, Ivan. Meister Hammett ist sicher am Leben und wohlbehalten. Donpa weiß, dass er Hammett dazu benutzen kann, ein immenses Lösegeld von Kelei zu fordern. Wir können nicht viel tun, bevor Dodonpa seinen ersten Zug macht. Aber wenigstens wissen wir, dass Hammett vorerst nichts zustoßen wird. Dein Name ist Isaac, oder? Und du bist? Ich bin Gareth. Seid euch beide meiner tiefsten Dankbarkeit versichert. Nun, dann lasst uns gehen.
Okay, dann haben wir das geschafft. Haben die Diebe aus Vault vertrieben. Kommt mich noch besuchen, bevor ihr die Stadt verlasst. Ich habe etwas für euch. Cool. Okay. Was für ein Chaos. Endlich haben wir den Stab zurück und dann dies. Ich wünschte, ich könnte dich aufheitern. Du siehst so niedergeschlagen aus. Ich möchte doch nur Meister Hammett retten, das ist alles. Aber ich kann euch beide unmöglich bitten, mir zu helfen. Ihr seid auf einer sehr wichtigen Mission. So ist es. Ich habe es in euren Gedanken gelesen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass der Vulkanausbruch mit einem solchen Geheimnis in Verbindung stehen würde. Ja, wir müssen Felix und seine Bande finden, sonst sieht es für uns alle ziemlich schlecht aus. Dann scheint es hier wohl ein Abschied zu sein. Jop. Ja. Ivan hält den Schamanstab. Auch der wird noch von Bedeutung sein. Niemals werde ich die Gastfreundschaft dieser Stadt vergessen. Ich wünsche euch nur das Beste. Tschüss, Ivan. Ich glaube, wir sollten uns besser auf den Weg machen. So, ich weiß gar nicht, ob wir hier noch was finden können. Ich glaube, ich werde es später mal nochmal durchsuchen, irgendwann mal offscreen oder so. Weil es wäre jetzt einfach zu viel. Gut, damit haben wir das geschafft. Und ja, das war's eigentlich erstmal in Vault. Wir können eigentlich nichts weiter erstmal machen und verlassen die Stadt oder das Dorf wieder. Und schauen wir mal, nördlich, da ist er, wobei, könnten wir wenigstens noch, ja, wartet mal, ich gehe nochmal ganz kurz ins Dorf zurück. Weil wir wollen mal schnell ins Inn gehen. Und meine Nacht pennen, denn, Moment, da habe ich doch was gesehen, da ist ein Hundeknochen. Den können wir, glaube ich, auch nehmen. Okay, Moment, das möchte ich mir mal angucken. Okay, wir halten einen Knochen. Für was der jetzt gut ist, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich weiß nur, für was man den im zweiten Teil brauchen kann, aber im ersten Teil weiß ich gerade gar nicht. Gut, wir machen uns mal kurz auf in Richtung Norden, denn da ist ja Lunpa. Und gucken wir mal, vielleicht können wir ja auch aus eigener Kraft den guten Hammett befreien. So, dann Flamme. Sehr schön, jetzt sind wir ja nur noch zu zweit. Das heißt, es ist wieder um einiges schwerer. Na gut, um einiges schwerer kann man jetzt nicht sagen. So schwer ist es jetzt auch nicht. So, Flamme. Sehr gut. Oh, und Crit. Naja, geht. Und Schlitz. So, die drei müssten dann eigentlich nach der Flamme von Gareth gerüstet sein. Nee, doch nicht. Okay. Gut, greifen wir mal so an. Das dürfte reichen. Sehr gut. Und Level Up für Isaac. Wir nehmen ein Heilkraut, würde ich sagen, oder? Ah ne, komm, wir nehmen kein Heilkraut. Das sparen wir uns mal. So, okay. Und hier haben wir auch eine Höhle. Und da ist Lunpa. Doch, wie ihr sehen könnt, können wir nicht rein. Das Tor ist versperrt. Und die Wachen. Was ist mit euch? Wollt ihr nach Lunpa? Tja, das geht nicht. Geht zurück, von wo ihr gekommen seid. Ja, wir kommen nicht hin, aber wir können hier Fänger machen und uns die Nuss vom Baum holen. Warum auch immer. Na gut, ist ein Haselnussbaum vielleicht. Und Nüsse sind ziemlich cool, denn sie heilen uns um ganze 200 KP. Und das ist eigentlich richtig cool am Anfang. So, aber hier ist ja eine Höhle. Höhle von Westlunpa. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier was machen können. Und leider können wir hier auch nicht durch. Aber hier ist eine Pfütze. Mit der können wir vielleicht irgendwas machen. Denn überlegt mal, wenn Wasser zu Eis wird, könnte man hier vielleicht eine Eissäule erstellen, dass die Vorrichtung hier hochgeht. Und ja, der Hebel, ja, toll. Jetzt geht es da nach unten. Also hier können wir erstmal nicht weiter. Das wollte ich euch noch zeigen. Hier müssen wir später mal hin. Okay, das war's dann erstmal für heute mit Golden Sun, würde ich sagen. Ja, ich fliehe jetzt einfach mal.
ist es nicht sonderlich spannend. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wir haben heute einiges geschafft, haben immerhin ein ganzes Dorf gerettet von Diebes, Typis und so weiter, die gestohlen haben. Und ja, sind jetzt wieder mit unserer Quest beschäftigt, und zwar ja, unsere zwei Leute, Jenna und Crayden, zu suchen. Und dann machen wir uns im nächsten Part auf, um sie zu finden. Und ja, mal schauen, wo uns unser Abenteuer hinbringt. Also, bis zum nächsten Mal zu Let's Play Golden Sun. Macht's gut!